Auch wenn man auf den ersten Blick meinen könnte, dass es sich bei diesem Kaninchen um ein entlaufenes oder ausgesetztes Hauskaninchen handelt, handelt es sich in Wahrheit um ein schwarzes Wildkaninchen. Dieses Phänomen nennt sich Melanismus. Neben Kaninchen können auch andere Tiere von Melanismus betroffen sein. Diese Tiere werden auch Schwärzlinge genannt. Die Ursachen für die schwarze Färbung sind unterschiedlich. Neben einem genetischen Fehler kann sie auch durch andere Umwelteinflüsse entstehen. Ein melanistisches Tier weist grundsätzlich keine Verhaltensunterschiede zu seinen Artgenossen auf. Allerdings sind ältere Tiere aufgrund ihrer auffälligen Färbung oft wachsamer und somit scheuer. Der Albinismus ist dem Melanismus entgegengesetzt. Hierbei fehlen die entsprechenden Farbpigmente, wodurch Haut und Fell weiß erscheinen.